Moin, liebe Topfamilie, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Meine Lieben, wir sind hier wieder bei Geometry Dash. Es ist eine Zeit her. Zumindest das letzte Mal gespielt habe ich das Spiel am 10. Januar. Das heißt, wie gesagt, es ist schon jetzt eine gewisse Zeit her. Aber aus bestimmten Gründen werden wir heute jetzt mal hier Geometry Dash wieder auspacken. Lass auf jeden Fall sehr gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. Wir gehen hier erstmal auf Daily und öffnen erstmal hier Rewards. Deswegen, also, wenn ich spiele, dann mache ich das, aber ich spiele jetzt nicht extra das Spiel, nur um mir hier Rewards irgendwie abzuholen. Habe ich lange Zeit mit einem anderen Spiel gemacht, müsst ihr wissen. So, also, wir haben jetzt hier. Wie haben wir. Achso, nee. So, wir haben jetzt erstmal unsere Rewards geholt. Denn wir haben heute so zwei, drei Sachen vor. Stereo Madness haben wir durchgespielt. Haben leider keine Münze. Könnte man irgendwann nochmal machen. Back on Track würde ich mich jetzt zum Anfang kurz ranwagen, ehe wir uns um was anderes kümmern. Und zwar dann auch ausgiebig. Denn es wurde eine Map gemacht. So. Ah, stimmt. Das boostet ja einen hoch. Wie darf ich da denn springen? Das Ding ist, ich habe jetzt einfach mal so für mich gesagt. Ich spiele hier mit der Musik vom Spiel. Ihr hört die nicht, ihr hört eine andere Musik. Warum bin ich gesprungen? Weil sonst die Musik geclaimed wird. So. Wie gesagt, also es wurde eine Map gemacht. Und auch an euch hier der Hinweis. Wenn ihr eine Map machen wollt, die spielen soll. Dann schreibt in die Kommentare, dass ihr eine Map gemacht habt. Ich hätte durchgängig springen müssen. War aber gar nicht schlecht. Soll ich euch sagen, was mich gerade triggert? Dadurch, dass ich jetzt eine Musik höre. Warum bin ich wieder gesprungen? Ist das ganz komisch, weil die Musik immer wieder von neu startet. Das ist irgendwie gerade sehr, sehr seltsam. Ich bin nicht gesprungen. Und schon wieder startet diese Musik von vorne. Oh mein Gott. Okay. Oh. Huh. Warum bin. Und dann kommt die Nervosität. Jetzt bin ich einfach gar nicht gesprungen. So, noch einmal bis dahin kommt, wo ich war. Das wäre nochmal so mein Ziel. Ich bin nicht gesprungen. Aber okay. Oh, holy. Huh.
Das war schon anstrengend gerade für mich. Ach du. Ich merke, dass du für mich selbst, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, weil ich weiß ja, einige von euch mögen dieses Spiel ja total. Wenn man so voll im Fokus ist, ich rede noch und bin so am Anfang der Map, aber sobald ich irgendwo weiter hinten war, habe ich kaum noch geredet. Damit bin ich aber erstmal, bin ich ehrlich, relativ zufrieden. Also, es wurde eine Map gemacht und zwar von GamerX666666666. So, wenn ihr eine Map für mich machen wollt, achso, nee, nicht My Levels. Search. Genau. Dann bitte mit meinem Namen. Und angeblich Sion Lee Paul. Und dann so getrennt. Hier. Bei Amazing Gamer X. Get it. Okay. Diese Map. Nee, die wollen wir nicht. View Profile. Wir können das Profil von dir hier ansehen. Gucken wir doch mal. Okay, I just completed Dash. 5000 Stars. Das ist wohl 2 Monate hier herum. Herum. Her. Was hast du denn für Levels noch? Hier hast du meine, The Beginning. Hören wir uns einfach auch mal. Hab ich die jetzt dadurch? Ich hoffe. Easy Club Step. Ich hole mir einfach trotzdem mal hier deine Maps. Wir können ja mal alle spielen. Aber wie gesagt, wenn ihr Maps machen wollt, dann schreibt es in die Kommentare mit meinem Namen, Sioni Paul, so wie hier. Und ja, wurde schon 31 Mal runtergeladen, zweimal Daumen nach oben, XL. So, wenn ich jetzt doch hier zurückgehe. So, dann gehe ich hier nochmal zurück. Saved. Ah, und hier sind die dann. So. Und das hier wollen wir jetzt spielen. No song. This level uses a custom song that has not been downloaded yet. Do you want to play without music? Okay, du hast gedownloadete Musik da selbst gemacht. Hey, ich spiele jetzt einfach erstmal. Hi, willkommen zu diesem Anfänger-Tutorial. Hier zeige ich dir die wichtigsten Inhalte des Spiels. Okay. Das sind Jump Orbs. Sie ermöglichen es, in der Luft zu springen. Hä? Wie in der Luft zu springen? Das heißt, da muss ich nochmal drücken? Ah, das heißt so, dann, wenn diese Orbs sind, kann ich nochmal in der Luft springen. Blaue und grüne Orbs ändern die Gravitation. Okay, das habe ich da noch nicht verstanden. Okay, das heißt, ich muss das immer wieder durchmachen. Okay, aber okay. Zumindest habe ich schon mal das mit den Orbs verstanden. Also, wenn diese Orbs sind in der Luft, kann ich nochmal springen. Und der orangene boostet enorm. Ah! Schwarze Orbs werfen den nach unten. Hä? What? Das habe ich gerade nicht verstanden. Warum bin ich jetzt gestorben? Ich habe den schwarzen Orb berührt. Aber ich bin nicht irgendwie. Hä? Okay. Ihr hört ja sowieso die ganze Zeit Musik. Für mich ist es gerade ein bisschen, ich höre gar keine Musik. Ich bringe einfach nur und höre diesen Todessound. Also der orangene Orb boostet zumindest. Warum sterbe ich da denn jetzt? Okay. Ich muss das erstmal alles hier verstehen. Das Ding ist, ich wünschte, ich könnte irgendwie Checkpoints setzen. Da bin ich ehrlich. Ich verstehe nicht, warum ich da sterbe. Ich habe das eben einmal geschafft, aber ich verstehe nicht, warum ich jetzt da die ganze Zeit sterbe. So, das habe ich verstanden. Muss ich vorher springen? Muss ich irgendwie das schon vorher berühren im Sprung? Der Orange ist cool.
Ich verstehe es nicht. Alter, diesen Todessound zu hören, das triggert irgendwie unnormal. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal ohne Kopfhörer. So. Bin verwirrt. Kann ich, warte mal. Practice Mode. Das hier Practice Mode? Ja. So. Muss das jetzt mal eben hier kurz checken. Warum sterbe ich da? Warum sterbe ich da? Pass auf, wenn ich nichts drücke, falle ich nach oben. So, ich drücke jetzt am Ende einmal, springe aber zu weit. Und ich berühre doch den Orb. Ich berühre doch den Orb. Ah! Okay, jetzt habe ich es verstanden. So, was ist jetzt hier? Phase. Oh, fuck. Warte mal. Okay, warte. Wie? Okay, das heißt, da muss ich wirklich das genau treffen, nicht loslassen. Oh, warte, was stand da? Grüne Dash-Orbs lassen dich geradeaus in eine Richtung fliegen. Okay, das heißt, wenn ich hier bin, nicht loslassen. Stopp. Pinke Dash-Orbs ändern zusätzliche Gravitation. Ah, ich muss gleich ansetzen. Okay. Das heißt, wenn so ein grüner hier ist, gedrückt lassen. Und dann stopp. Und allerdings sind sie automatisch. Ach so, ja, jetzt bin ich da. So. Ach so, ja. Oh. Man kann sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fortbewegen, langsam. Normal. Boah. Nee. Der. Sch oh mein Gott. Okay. Und dann nochmal extrem. Alter, willst du mich verarschen? Gibt verschiedene Arten von Portalen, Gravitationsportale, Größenportale. Oh mein Gott, Spiegelportale. Oh mein Gott, damit habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet. Wahlportale. Warum bin ich denn jetzt? Warum bin ich denn jetzt gestorben? Oh mein Gott, das habe ich ja jetzt erst gecheckt. Wartet. Warte, X. Okay, warte. Ja, ich hab's gecheckt, wartet. Ach du Scheiße. Nee, warte, ich muss nochmal löschen. Oh mein Gott. Das heißt, das ist ja dann sowohl oben als auch unten. Und Teleportations. Top-Portale. Oh Gott. Es gibt verschiedene Formen, die die Figur annehmen kann. Jede dieser Figuren hat unterschiedliche Fähigkeiten. Der Roboter funktioniert ähnlich wie der Würfel. Der Unterschied ist, dass die Sprunghöhe durch längeres Gedrückthalten vergrößert werden kann. Möglich ist zu fliegen. Ach so. Ja, das kenne ich schon. Der Weg funktioniert wie das Starship, allerdings in Kurven im Zickzack geflogen. Oh mein Gott. Unmöglich ist in der Luft zu springen. Oh, da war ich zu hoch. Oh mein Gott. Oh, das hat. Das UFO hat aber eine sehr krasse. Oh. Oh, das UFO hat eine sehr krasse Range, finde ich. Oh fuck.
Oh, ja. Kannst du die Gravitation ändern, indem du klickst? Ah, das heißt, je nachdem, wo ich dann sein will, auf. Nee, warte. Warte mal. Wait, das habe ich jetzt nicht verstanden. Hä? Oh mein Gott, wie schnell muss man denn da klicken? Auch beim Ball klickende Gravitation allerdings nicht in der Luft. Oh Gott, das war. Okay, auch bei dieser Spinne. Ich klicke die Gravitation allerdings mit direkter Teleportation. Oh, das war zu früh. Nein! Ja, ich muss jetzt hier gleich veröffentlichen. Geht das? Okay, die Gravitation ändern. So, warte mal. Das heißt, man ist ja direkt oben. Zack, 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 zack. Oh, das war zu früh. Zack. Oh. Oh, das war zu früh. Zack, zack. Oh, zu spät. Zu früh. Zack, zack, zack. Das war zu früh. Zack, das war zu früh. Zack, zack, zack. Das war zu früh. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ich hoffe, dieser Anfänger-Guide war hilfreich. Falls du noch Fragen hast, kannst du sie gerne in die Kommentarsektion schreiben. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Anpfiff ab, Pfiff Tor. Made by GamerX. Ich musste das im Practice-Modus machen. Alter Schwede. Aber das ist ja auch, wie du ja auch geschrieben hast, Practice. Also eben für jemanden, der das Spiel ja auch überhaupt nicht kennt. Okay, ich habe das jetzt. Ich werde das jetzt nicht irgendwie im, ja, wie heißt, im schwierigen Modus machen. Das nicht. Ich mache mir aber hier mal im kurzen Foto und hoffe, dass ich das jetzt alles verstanden habe und hoffe, die Zeit zu schlagen. Meine eigene Zeit. Okay. Also, wir wissen Orbs. Das heißt, in der Luft nochmal drücken und du kannst nochmal springen. So. Hier war eben mein Fehler, das weiß ich jetzt, dass ich nicht gedrückt habe. Das war mein Fehler. Bitte getroffen. So. Nicht los da. Hä? Ach so, warte mal. Ich wollte auch wieder den Practice-Modus machen. Das war jetzt gerade Fail. Gut. Also nicht die gleiche Zeit. Warte mal. Wir machen das nochmal. Wir machen das nochmal ganz neu. So. Nee, warte. Wir beenden mal eben kurz. Starten nochmal. Machen direkt aber Practice Mode. So. Jetzt zählt die Zeit. Ich werde die Zeit vom Practice Mode schaffen. Ich werde es nicht schaffen, das alles durch. Ich hatte gerade einen Gedankenfehler. Ich werde es nicht schaffen, im normalen Modus diese Map zu schaffen. Das weiß ich von mir selbst. Da bin ich nicht gut genug. Was war das nochmal? Die Gravitation. Achso. Das war gerade mein Fehler, ja. Ups, da sind sie automatisch, genau. Und man kann sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten fortbewegen. Ah ja, jetzt kommt das hier mit den Geschwindigkeiten. Oh lol. Kommt das hier mit den Geschwindigkeiten. Eben beim langsam nicht gescheitert, jetzt schon. Normal. Das war gut. Gravitationsportale. Größenportale. Igelportale, ja.
Ah, fuck, ja. Deportationsportale. Muss hier nichts drücken. Das war eben auch mein Fehler, habe ich nochmal gedrückt. Figur, jede Figur hat unterschiedliche Fähigkeiten. Genau, was kommt hier nochmal? Roboter. Nur, der springt halt hoch. Das ist halt das Gute daran. So. So, den Chip. Hier dieses Ding, nenne ich es mal. Wenn wir auch schon ausleveln. Hier ist es halt so zickzack. Oh ja, warte. Der Luft zu springen. Oh fuck, ja. Oh, warte, ach, warte, was war das denn nochmal? Das, die Kugel, finde ich, ist am schwersten. Also meine Meinung. Allerdings nicht in der Luft. Genau, das ist so ein bisschen schräg. So, hier hatte ich auch eben meine Probleme. Hier muss man nur schnell reagieren. Zack, 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 zack. Damit habe ich es nochmal geschafft. Geil. Danke auf jeden Fall für nochmal dieses Tutorial. Dafür halt eben, dass du das hier alles erklärt hast mit den Orbs, mit den Plattformen. Also wenn ich das jetzt vergleiche, 9 Versuche. Neun oder neunmal gescheitert, so eher, neunmal gescheitert, nur 63 Sprünge, eben waren es 182. Gut, ich kannte die Map auch nicht, muss man ja auch nochmal dazu sagen. In 3 Minuten 3. Eben hatte ich 5 Minuten 37, aber ich bin zufrieden. Wie gesagt, danke dafür auf jeden Fall. Vielleicht gucke ich mir auch nochmal deine anderen Maps an, die du hier hast. Du hast ja hier, aber. Man könnte sagen, insane, hart und harder. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Aber mal gucken. Meine Lieben, wie gesagt, wenn ihr eine Map habt, bitte hier, hier in dem Sinne unterspeichern unter SiaoniPol. Und dann schreibt es gerne in die Kommentare, dass ihr eine Map auch erstellt habt. Weil dann werde ich auch erst wieder dieses Spiel auspacken. Ansonsten, wie gesagt, immer mal gucken. Wie gesagt, wir haben jetzt ja hier noch. Wir sehen ja das zweite Level hier, wo wir theoretisch sind. 72% geschafft. Also ich traue es mir zu, das auch zu schaffen. Wie es bei den anderen aussieht, bin ich ehrlich, weiß ich nicht. Polargeist. Wollen wir nochmal, komm, einfach nur for the lols. Ach, guck mal, das haben wir gelernt. In der Luft drücken. Oh, warum bin ich gesprungen? Warum bin ich da gesprungen, frage ich mich. Ja, das ist manchmal so ein Reflex. Kennt ihr das? Oh, ah, einfach nur runterfallen lassen. Ja, aber jedenfalls, das sind so diese ganzen Maps hier. Also das hier scheint ja auch noch human zu sein, aber Dry Out auch. Und dann wird es hier aber, ja, Hardcore. Electrodynamic. Fingerdash? Was ist denn Fingerdash? Okay, ich will nur. Ach du Scheiße. Okay. Bewirken diese Dinger da was oder leuchten die nur so? Leuchten, glaube ich, nur so, oder? Ach du Scheiße, ey. Alles klar, tschüss. Okay, meine Lieben, das war's dann hier, zumindest mit dieser Folge Geometry Dash. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann zeigt es sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Wie gesagt, gerne mit Maps auch erstellen. Können einfache sein. Ich traue mich auch natürlich gerne an etwas schwerere ran. Mache aber natürlich immer erstmal so diesen Übungsmodus, ehe ich mich dann auch traue. Weil ich bin so einer, ich mag nicht Spiele, wenn du da in dem Sinne nicht
einen Fortschritt hast. Das klingt vielleicht voll komisch, aber dann traue ich mich lieber immer nur an diesen Übungsmodus und versuche mich da zu verbessern, weil das andere ist für mich viel zu hart. Auf jeden Fall, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, Liebe, Top, Familie, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.